متى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر لمتى نتقاعس قول من يمنع زحف المنكر. ياسين ist in einer Sackgasse. Wir reden hier von einem Großgelehrten, den kann er auch gar nicht ablehnen. Ja, den kann er gar nicht sagen, der gehört zum Geschäft ja auch. Mit Mohammed und Abdul Wahab kann er das tun. Mit Ibn Taymiyyah kann er das auch tun. Mit ein paar anderen Gelehrten auch. Aber mit Ishaq bin Rahuya, das ist einer, der lehnt alle Gelehrten ab. Das ist einer der Hadith-Wissenschaftler überhaupt, ja, in seiner Zeit. Wie gesagt, der Lehrer war Abdullah bin Mubarak gewesen, Imam Shafi gewesen, der Schüler Bukhari, Muslim, ja. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir setzen die Serie fort, bi'iznillah, gegen Yasin im Auftrag des Islams, gegen die Mu'attila. Mittlerweile sind wir schon Teil 10. Yasin hat versucht, gegen mich zu antworten. Subhanallah, ein Fehler nach dem anderen. Doch wir werden inshallah das Video komplett, wenn es denn nötig ist, nach der Serie, nachdem wir die Serie yani beendet haben, inshallah, bi'iznillah, das ganze Video widerlegen. Aber das nächste Thema, das passt zu Yasin Hanafis Antwort, inshallah, ja, Antwort. Und darauf werden wir erstmal eingehen. Wir werden jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Video, wo er gegen mich geantwortet haben, zeigen. Und dann werden wir inshallah darauf eingehen. Also man kann die wortwörtliche Bedeutung des Wortes Hand nicht von der Bedeutung Gliedmaß ausschließen. Denn eine wörtliche Hand ist ein Gliedmaß bzw. ein Körperteil. Also wir müssen ja erstmal verstehen, was hier Tajsim eigentlich bedeutet. Ja, alle Linguisten wie Ibn Faris in seinem Mu'jam Maqayis al-Lugha oder Al-Azhari in seinem Tahdhib al-Lugha oder Ibn Manzur in seinem Lisan al-Arab, sie alle sind sich einig, Jism beschreibt das Zusammensetzen einer Sache. Und wenn diese Sache zusammengesetzt ist, dann besitzt es drei Dimensionen, also Höhe, Breite und Tiefe. Es ist ein Körper, ein Gliedmaß. Also wenn man Begriffe wie Yed oder Wedge wörtlich nimmt, dann tragen sie genau diese Bedeutung des Tajsim. Also ich kann nicht sagen, Allah hat eine wörtliche Hand, damit meine ich aber kein Körperteil. Nein, wenn du sagst wörtliche Hand, ist es ein Körperteil. Das ist das, was einfach die Wahhabiyya nicht verstehen wollen. Deshalb sagen wir, ihr könnt die wörtliche Bedeutung mehrdeutiger Aussagen nicht in Bezug zu Allah anwenden. So, er versucht, wie ihr gerade gehört habt, mit der arabischen Linguistik, mit der arabischen Sprachwissenschaft zu argumentieren. Er sagt einfach, was? Hand bedeutet Glieder. Aus der arabischen Sprache, wenn man Jism, yani, Gestalt hören sollte, Körper, haben die yani, Sprachwissenschaftler gesagt, das heißt Glied. Aber er sagt es selber, yani, wenn man eine Gestalt, ein Körper, über den Körper redet, Hand oder Wedge, Gesicht, dann sind es was? Glieder. Aber wir glauben ja nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala Körper hat. Wir glauben ja nicht, dass er Jism hat, dass er eine Gestalt hat. Gestalt, was halt erschaffen ist. Dann sagt er halt, es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala Jism hat, yani, Gestalt. Subhanallah, yani, wer sagt denn, dass Allah Körper hat, dass Allah Höhe, Tiefe, Breite hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala dreidimensional ist? Keiner von uns. Wo Ibn Taymiyyah, wo sagt Imam Ibn Abdul Wahhab? Er sagt, Ibn Taymiyyah hat gesagt, Allah hat Körper, obwohl es komplett yani, gelogen ist, komplett. Er sagt selber mit seinem eigenen Munde yani, irgendwas, was gar nicht mit diesem Thema zu tun hat, aber... Wie gesagt, dieser Mensch ist einfach verlogen, verlogen. Wir kennen das von anderen Sekten, wie verlogen diese Menschen sind. Und er ist auch, subhanallah, yani, fast genauso verlogen. Genau denselben Taktik wie diese Antimuslime, ja, übt er auch genauso aus gegen Gelehrte, subhanallah. Aber das ist nicht das Thema gerade von heute. Also er sagt, wenn man sagt Hand, bedeutet es automatisch Glieder, Glieder. Allah hat Körper. Wenn du sagst, Wedge, Allahs Gesicht, yani Allahs Hand, dann kann es gar nicht anders gemeint sein, außer dass Allah mit Hand Körper gemeint ist und mit Wedge auch genauso, yani mit Allahs Eigenschaften halt. Kommt drauf an, was erwähnt wird, dass diese Sachen halt gleich direkt mit Körper, also Körper gemeint ist. Ja, also Hand, Allahs Hand,
Man kann gar nicht sagen, Leseke misslich her und daraus verstehen, dass damit kein Körper gemeint ist. Nein, sobald du Hand sagst, ist halt, was gemeint ist halt Körper gemeint. Ja, Glieder sind es damit gemeint. Und wir werden inshallah heute aus einem Buch zitieren, zeigen, diese Menschen sind unwissend. Die sind unwissend und die werden immer in einer Zwickmühle sein, wenn die antworten. Er hat darauf geantwortet. Natürlich wird er Fehler machen, weil er nicht die Wahrheit folgt. Wir haben hier Sunan Tirmizi, hier. Das ist, also Tirmizi war wer? Tirmizi, subhanallah, ist der, ein Hadith-Gelehrter vom Feinsten. Ja, und wir werden inshallah hier mal zeigen, was hier geschrieben steht, damit er einfach mal sieht, was in diesem Buch geschrieben steht. Wer zum Mushabbih angehört. Weil er sagt, Glieder, ja, die, guck mal, die sagen, Allah hat Hand, Allah hat Wedge, Gesicht, das heißt Glieder, das sind Körperteile. Und somit haben die was gemacht? Somit haben die Allah mit der Schöpfung verglichen. Weil die nur gesagt haben, Allah hat Hand. Egal, lässt ihr müsst nicht, zählt nicht, das geht nicht, du hast gesagt Hand, also meinst du damit Körper. Jetzt gucken wir mal an, was hier geschrieben steht. Also merkt euch bitte eins, wenn Yasin sagt, sobald man sagt Hand, auch Hand Allahs, dann ist die Rede von was? Von Gliedmaßen, von Körperteile, wie Wedge, Hand und so weiter und so fort. Bitte darauf achten, was dieser unwissende Mensch sagt. So, jetzt haben wir Tirmidhi, Hadith Nummer 662, auch für die Unwissenden, für die Menschen, die halt vielleicht nicht lesen können, ja. Ich meine, am Ende, wir wissen ganz genau, dass die einfach diese Sachen verheimlichen, ne? Die sind für die Scharia, aber ignorieren Hadithe, Subhanallah. Jetzt hier, Hattasana Abu Kureyb, Muhammad ibn Ala, Hattasana Waqi', Hattasana Abbadu ibn Mansur, Hattasana Qasimu ibn Muhammad, قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صدقات ويأخذوها بيميني فيربيها لهادكم كما يربي أحدكم محرا حتى إن لقمة لتسيغ مثل أهد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلم أن الله يقبل توبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويغبي الصدقات. Also die Überlieferungskette werden wir inshallah überspringen. Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte, wahrlich, Allah akzeptiert die Almosen und nimmt sie mit seiner Rechten an. Ja? So vermehrt er es für einen jenen unter euch, wie einen jenen unter euch sein Vieh vermehrt. Sogar ein Bissen wird wie Yani Uhud, wie der Berg Uhud, die Bestätigung dessen ist in Allahs Buch. Er ist es, der die Reue von seinen Dienern annimmt und die Missetaten verzeiht. Und er weiß, was ihr tut, und dahin schwinden lassen wird Allah den Zins und vermehren die Almosen. Allah liebt niemanden, der ein beharrlicher, Ungläubiger und Sünder ist. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا und er sagte aber Isaac, dass dieser halt sahih authentisch ist und ähnlich ist es vom Propheten von Aisha radiallahu anha überliefert worden. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول ربي تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا. Und es sagten mehrere der Leute des Wissens über diesen Hadith und die ihm ähneln, von den Überlieferungen des Eigenschaften oder der Eigenschaften und des Herabsteigen des Herrn am jeden Abend zum Himmel der Dunya, folgendes. Die Überlieferung darin sind bewiesen und daran ist zu glauben und es wird sich nicht darunter vorgestellt und noch gesagt, wie. Wie ist diese Sache passiert? Was ist damit gemeint? Wie kann man es deuten? Wie kann denn Allah subhanahu wa ta'ala Hand haben? Wie kann er von Dunya runtersteigen? Wie kann es denn sein? Daran wird einfach nicht gefragt, sondern man glaubt einfach daran. روي عن مالك وسفيان ابن عيين وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الحديث أمروها بلا كيف
So wurde es uns überliefert von Malik bin Enes, von Sufyan bin Uayn und von Abdullah bin Mubarak, dass sie über diese Hadith sagten, nimmt sie an, ohne wie, ohne zu deuten. So wie es geschrieben steht, wortwörtlich, nimmt es einfach an. Ja? Ich meine, letzte Woche hatten wir schon was gehabt von Abu Hanifa rahimullah. Abdullah bin Mubarak ist zum Beispiel sein Schüler gewesen, ja, und er ist auch dieser Meinung, dass man keine Vergleiche macht, dass man nicht diese Sachen einfach deutet, einfach annimmt. Ja? Abdullah bin Mubarak. وَهَكَذَا قَوْلُ أَحْلِ الْإِلْمِ مِنْ أَحْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءِ. Und dies ist die Aussage von den Leuten des Wissens und von den Ahl Sunnah wa Jama'ah. وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةِ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَيَاتِ وَقَالُوا هَذَا تَشْبِيحِ. Und die Jahmiyyah dagegen lehnten diese Hadithe ab und sagten, das ist Tashbih, man vergleicht Allah mit Körper, genauso wie Yasin, genauso wie im Auftrag des Islams, genauso die ganzen Mu'attila. Die Lehre kommt von Jahmiyyah, ja? Weil Jahmiyyah hat ja gesagt, wenn man daran glaubt, Allah hat Hand, so habt ihr Allah Körper, Glieder zugeschrieben. Diese Lehre von Yasin kommt von Jahmiyyah. Er folgt gerade jetzt, also wenn er jetzt zum Beispiel die Eigenschaften Allahs ja nicht ablehnt, verleugnet, wenn er sagt, guck mal an, ihr gehört ja nicht zum Mushabbih an, weil ihr Allah Glieder zuschreibt. Diese Lehre kommt von Jahmiyyah. Und Yasin folgt die Jahmiyyah, ja, zumindest bei diesem Thema, ja, folgt er die Jahmiyyah. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ مَوْضِئٍ مِنْ كِتَابِهِ الْيَدَّ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ فَتَأَوَّلَتْ الْجَهْمِيَّةِ هذه آيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. Und Allah erwähnt in mehreren Stellen in seinem Buch die Hand und das Gehör und das Sehen. So machten die Jahmiyyah Tahwil und interpretierten diese Verse anders, als die Leute des Wissens es interpretierten. Genau dasselbe, was Yasin macht. Genau dasselbe, was die heutigen Ascharier tun. Ja, nicht anders, genauso wie Fadat al-Razi das getan hat. وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا إن معنى اليد هنا القوة. Und sie sagten, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam a.s. nicht mit seiner Hand erschaffen. Mit Hand ist seine Kraft gemeint, genauso wie Yasin, genauso wie im Auftrag des Islams, genauso wie die heutigen Ascharier, die daran glauben, dass Allah Adam a.s. nicht mit seiner Hand erschaffen hat, das ist seine Kraft gemeint. Ja, genau die gleiche Auslegung wie die Jahmiyyah. Genau eins zu eins wie die Jahmiyyah. وَقَالَ إِسْحَاقِ إِبْنِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّمَا يَكُونُ تَشْبِيحِ إِذَا قَالَ يَتُّنْ كَيَتْ أَوْ مِسْلُ يَتْ. Ishaq, jetzt ist sehr wichtig, jetzt kommen wir zum Punkt von Yasin. Ja? Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya ist wer? Der ist der Lehrer von Imam Bukhari, von Imam Muslim, von Tirmizi, ja, von den größten Hadith-Gelehrten überhaupt, von Ahmed bin Hanbal, der Lehrer, und er ist der Schüler von Imam Shafi, von Abdullah bin Mubarak. Er sagt, der Tashbih ist, wenn man Allah vergleicht, ja, ist was? Allah vergleichen ist, wenn man sagt, eine Hand wie die meine oder ähnliche wie meine. Wenn man sagt, Allahs Hand ist gemeint wie meine Hand, wie was Ähnliches, was erschaffen ist, dann ist es erst Tashbih, dann ist es vergleichbar mit Allahs Hand. Habt ihr gehört? Also hier ist die Widerlegung. Hier wird gerade Yasin ist in einer Sackgasse. Wir reden hier von einem Großgelehrten, den kann er auch gar nicht ablehnen. Ja, den kann er gar nicht sagen, der gehört zum Mushabbih auch. Mit Muhammad und Abdul Wahhab kann er das tun. Mit Ibn Taymiyyah kann er das auch tun. Mit ein paar anderen Gelehrten auch. Aber mit Ishaq bin Rahuya, das ist einer, der lehnt alle Gelehrten ab. Das ist einer der Hadith-Wissenschaftler überhaupt, ja, in seiner Zeit. Wie gesagt, der Lehrer war Abdullah bin Mubarak gewesen, Imam Shafi gewesen, der Schüler Bukhari, Muslim. Ja? Wir werden in den nächsten Teilen auch nochmal zu Bukhari kommen, ja? Nochmal nebenbei. Aber hier gerade, also Ishaq ibn Rahuya sagt, der Großgelehrte Rahimullah sagt, wenn man ein Tashbih macht, dann muss man sagen, meine Hand ist genauso, Allahs Hand ist wie meine Hand. Ja? Oder mit irgendwas anderes, was erschaffen ist. Sagt wer? Ibn Ishaq Rahuya. Jetzt kommt es weiter. Au sam un kasam, au mislu sam. Oder ein Gehör wie meines oder ähnliches wie meins. Dann ist es erst Tashbih.
dann erst ist es Teshbih. Jetzt kommt's. فَإِذَا قَالُوا سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ فَهَذَا تَشْبِيهٌ. Der Großgelehrte Isaac bin Rahuya sagt, wenn man sagt, das Gehör ist wie meins oder wie ähnlich ist wie meins, ja, dann ist es Teshbih. Dann hat man Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung verglichen, wenn man das sagt. Also wie gesagt, die Hand, wenn man sagt, meine Hand, es ist erschaffen, Allahs Hand ist wie der Hand von wem auch immer, ja, dann ist es Teshbih, genauso wie Gehör, dann ist es Teshbih, wenn man das so behauptet. Dann sagt er, وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَدٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَلَا يَقُولُ كَيْفَ وَلَا يَقُولُ مِثْلُ سَمْعٍ وَلَا كَسَمْعٍ فَهَذَا لَا يَكُونُ تَشْبِيهًا فَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. So sagt nicht, Gehör ist wie meins oder ist sowas ähnliches wie meins. So ist es kein Teshbih. Also was sagt er, was wir schon ganze Zeit andeuten? Also Yasin sagt, wenn man sagt Hand, auch wenn es Hand Allahs ist, das ist immer vergleichbar mit der Schöpfung. Immer vergleichbar mit der Schöpfung. Weil das hat man dann was gemacht? Man hat Glieder zugeschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala Körper zugeschrieben, sagt er. Man kann das anders gar nicht vorstellen. Das ist auch anders gar nicht möglich, sagt Yasin. Ja? Aber Isaac bin Rahuya sagt, solange du es nicht vergleichbar machst, solange du es sagst, die Hand ist wie meine Hand oder was ähnliches oder von irgendwas die Hand, was erschaffen ist, so ist es kein Teshbih. So ist es nicht Allahs Hand vergleichbar. Und er sagt, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, der Erhabene im Koran gesagt hat, es gibt nichts, was ihm gleich ist. Und er ist allhörend und allsehend. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Und man macht kein Teshbih, wenn man daran glaubt, dass Allah Hand nicht erschaffen ist, kein Körper hat, keine Glieder hat, nicht vergleichbar ist. Weil Körper und Glieder ist vergleichbar. Wir kennen ja das Wort Körper und Glieder. Ja? Und aus diesem Grund ist es schon direkt Teshbih. Aber wenn wir sagen, Allah hat keinen Körper, Allah hat keine Glieder, Allah ist nicht erschaffen, weil Körper und Glieder sind erschaffen. Aber Allahs Hand ist nicht erschaffen, weil wir wissen ja nicht, wie seine Hand ist. Wir machen kein Bild, wir machen uns auch, bilden uns auch nicht irgendwas ein. Aber Yasin tut es. Yasin sagt gleich direkt das Körper. Das Körper. Er macht, yani in dem Moment, wo er normalerweise nicht mehr denken darf, wo er stoppen muss, wo er aufhören muss, so nachzudenken, da fängt er an nachzudenken. Und er sagt, guck mal, ihr habt gesagt, Allah hat Körper. Ihr sagt, Allah hat Hand. Ja, aber leseke mislishi umbe hussemil basir. Seine Hand gleicht niemanden. Und niemand bedeutet kein Körper, keine Glieder, weil alles, was wir an Körper denken, ja, ne, vorstellen können, ist was, ist erschaffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der nicht erschaffen ist. Ja? Aber Yasin hat hier einen riesen Fehler gemacht. Und die sind einfach in einer Zwickmühle geraten. Und wer hat die zum Zwickmühle gebracht? Ja? Und zwar dieses Buch, Tirmidhi, ja, Hadith-Nummer haben wir schon gesagt, 662, ja. Und hier steht es geschrieben, die Gelehrten des Salaf, wie Isaac bin Rahuya, Rahimullah, sagt diese Sache so aus, genau das Gegenteil von Yasin. Wenn diese Menschen reden und antworten, werden die Fehler machen. Im letzten Video, wo er gegen mich geantwortet hat, hat er mindestens 10 bis 15 bis 20 Fehler gemacht, Allahu alam, ja. Sehr viele Fehler. Aber diese Menschen machen einfach Fehler, weil die unwissend sind und zweitens, weil sie absichtlich lügen. Ja, absichtlich lügen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.